Ich bin der Gründer der Schule der Erinnerung. Ich bin auch der Gründer der Mysterienschule Blume des Lebens, die rund seit 30 Jahren über die ganze Welt und zwischen den Lehren verbreitet wird. In den letzten Jahren haben wir viel gelernt und deswegen eine neue Schule gegründet, genannt die Schule der Erinnerung. Die Absicht war, das geheime Wissen vom Herzen einzubeziehen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Deswegen wird es in alles auf die globale Ebene übertragen. Wir haben Bitten aus der ganzen Welt erhalten, dass ich auf YouTube und auf anderen sozialen Medien auftrete und versuche, es zu erklären, was die Schule der Erinnerung überhaupt ist, was sie tut. Die Menschen wissen es nicht. Das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Die Schule der Erinnerung ist die Schule der Mysterien und verwendet jahrhundertealtes Wissen, welches sich über die Welt in verschiedensten Formen der Tradition überliefert hat. Vom tibetanischen und Hindu bis zu vielen anderen Schulen, über die wir nie etwas erfahren hatten, weil sie versteckt und geheim gehalten wurden. Dieses Wissen wurde vor langer Zeit in altertümlichen Sprachen über die ganze Welt überliefert. Jetzt in der Gegenwart wirken diese Schulen immer noch. Nur sie wirken im Geheimen. Aber diese Schulen haben ein Problem, und das ist, was ich erkannt habe, sie benutzen die altertümlichen Begriffe, Wissen und Art der Wahrnehmung, um uns etwas zu erklären, was in unserem Zeitalter und in unserer Terminologie keinen richtigen Sinn hat. Das ist der Grund, warum im Durchschnitt 21 bis 40 Jahre nötig wären, dass wir das, was die alten Schulen bieten, verstehen und erlangen würden. Was ich die meiste Zeit meines Lebens gemacht habe, ist, die alten Schulen zu erforschen. Ich habe jede Schule einzeln erforscht. Dabei bin ich 70 Schulen durchgegangen und habe versucht, zu verstehen, wie sie die Dinge gesehen haben und es dann zu übertragen. Jetzt verstehe ich, was sie übermitteln und sagen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich alles in moderne und verständliche Konzepte und Ideen übersetzt habe, so dass es klar und leicht zu verstehen ist. Und anstatt in 21 bis 40 Jahren bekommst du in der Schule der Erinnerung die gleiche Information in 4 bis 5 Tagen. Das stellt einen Unterschied dar. Und das ist wichtig, weil wir zu diesem Zeitpunkt keine 20 oder mehr Jahre mehr haben, um diese Dinge zu erforschen. Sehr wenig Leute, die diese Bücher, dieses Verständnis niedergeschrieben haben, wissen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, weil wir uns den Zyklen nähern, wo es auf der Welt zu sehr großen Transformationen kommen wird. Also wenn du dieses Wissen nutzen willst, musst du es jetzt lernen und nicht in einem längeren Zeitraum. Das ist der eigentliche Vorteil, den wir haben. Es ist nichts Neues oder anderes. Es geht um dieselbe Sache, die in Tibet, Hinduismus und anderswo unterrichtet wird, nur dass es in einer einfachen und verständlichen Form vorgetragen wird. Jetzt sind wir in einem sehr wichtigen historischen Zeitpunkt, und ich denke, dass fast alle auf der Welt das fühlen können. Wir spüren die Geschwindigkeit, mit der die Ereignisse geschehen. Wir sehen das Chaos um uns herum und wir fühlen die Spannung rund um die Welt. Es geschieht auf globaler Ebene, nicht nur in einem Land, sondern es geht um die ganze Welt. Es geht um die Maya, Hopi und Kogi-Prophezeiungen. Wir sind jetzt da. Und um das geht es. Wir sind zum historischen Zeitpunkt gekommen, wo wir alle Menschen anders reagieren müssen, als es üblich ist in unserem täglichen Leben. Wegen dieser Situation müssen wir erfahren, was wir nicht mehr wissen. Oder anders ausgedrückt, uns an altes Wissen zu erinnern. Wir können es schaffen, du kannst es schaffen. Es ist nur ein bisschen Hilfe nötig. Deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir die Schule gegründet, um euch und der Welt zu helfen, das jahrhundertealte Wissen zu verstehen und uns daran zu erinnern. Deswegen haben wir den Workshop Erwecken des erleuchteten Herzens zusammengestellt. Der überschreitet die Grenzen der Merkaba, die wir in der Blume des Lebens unterrichtet haben.
Der beinhaltet das ganze geheime Wissen über das Herz, das Wissen, das nie niedergeschrieben wurde und ist ein Teil der mündlichen Tradition, die Tausende bzw. Zehntausende Jahre versteckt vor der Öffentlichkeit war. Jetzt aber brauchen wir dieses Wissen. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo wir uns erinnern müssen. Das ist der Grund, warum die Schule gegründet wurde. Um dir und der Welt dienen zu können, sowie das Wissen auf einfache Art und Weise weiterzugeben, damit alle es verstehen können. Für dich haben wir einen Workshop erschaffen, der über die Merkaba hinausgeht, beinhaltet das geheime Wissen über die Liebe und das Wissen, welches so lange geheim gehalten wurde. Und wie das in alles eingeschlossen ist, was wir wissen sollten. Die Liebe ist etwas, was wir aus der Sicht der Gefühle alle verstehen. Aber aus anderer Sicht ist die Liebe viel wichtiger, als wir uns denken können. Sie kreiert alles im Weltall, schafft selbst die Realität, in der wir uns bewegen. Diese Dinge müssen wir wissen. Wir müssen uns erinnern, wer wir wirklich sind und um was es hier eigentlich geht. Um dies geht es im Workshop. Es bringt dich zu dem Punkt, wo du weißt, wer du bist und dich erinnerst, dass die Liebe das Hauptlicht ist, das alles ins Gleichgewicht bringt. Ohne die Liebe ist die Welt ein Chaos. Schauen wir und sehen wir, wie es ist. Was sehen wir auf der ganzen Welt, auf der wir genau jetzt leben? Es ist das Chaos und keine Liebe. Wir haben kein Grundbewusstsein über, was wir in dieser Hinsicht in unserem Leben machen. Und das ist die Konsequenz. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ohne Liebe können wir nicht auf das höhere Niveau des Bewusstseins übertreten und können nicht über die jetzigen Grenzen gehen. Da ist noch etwas im Zusammenhang mit dieser Information. Natürlich ist sie die Schlüsselinformation, die uns in eine andere Welt führen sollte. Aber sie ist noch viel mehr als das, weil sie uns ermöglicht, uns zu öffnen auf die Art und Weise, die uns erlaubt zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Und das können wir hier und jetzt, heute, benutzen. In bestimmten Fällen ist es nicht nur etwas, was nur möglicherweise gut wäre zu wissen. Es ist etwas, das wirklich sehr wichtig ist, dass wir dieses Wissen haben und einen sehr großen Unterschied für uns machen. Zum Beispiel haben wir gerade jetzt ein kosmisches Ereignis, der geomagnetischer Umschwung genannt wird. Unsere Regierungen machen alles Mögliche, dass wir nichts darüber erfahren. Aber wir müssen erfahren, was passiert. Wir werden einen Dokumentarfilm darüber machen, weil es so wichtig ist. Derzeit sind wir damit beschäftigt, dass sie das ganze Wissen, das sie benötigen, bekommen. Der geomagnetische Umschwung ist etwas, worüber die Menschheit fast nichts weiß. Nur einen kleinen Bruchteil, den die Geophysiker entdeckt haben. Was für eine Auswirkung er auf die Menschheit hat, darüber wissen wir nichts. Wie weiß ich das? Weil wir den letzten geomagnetischen Umschwung laut der Informationen der Wissenschaft vor 780.000 Jahren hatten. Keine Person hatte die Erfahrung selbst gemacht. Informationen kommen aus England, USA, Russland und anderen Ländern. Wir fangen an zu begreifen, dass das Nachlassen des geomagnetischen Feldes keine kleine Sache ist. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir es verstehen. Zurzeit gibt es 35 große Krankheiten, die ausschließlich Folgen des schwächelnden geomagnetischen Feldes sind. Die Wissenschaft bestätigt es, trotzdem schweigen sie. Wenn wir uns erinnern können und anfangen, etwas zu tun, was wir schon vor langer Zeit vergessen haben, mit der Merkaba und unserem Herzen wird das geomagnetische Feld rund um unseren Körper, getrennt von der Erde, erneut erstellt. Das wird das Überleben ermöglichen, was aber für die Mehrheit der Menschen auf der Erde nicht der Fall sein wird. Survive what most people on Earth probably will not be able to survive.
Die Russen haben etwas im Zusammenhang mit der Raumstation Mir entdeckt. Als sie ins All entsendet war, hatten sie eine Ein-Mann-Besatzung. 2 Wochen war alles gut, die Kommunikation klappte. Er war als einziger Mensch auf der Raumstation. Dann auf einmal ist alles still geworden. Sie haben nicht gewusst, was passiert ist. Sie haben so schnell wie möglich die Besatzung gewechselt. Sie haben bemerkt, dass sein Gedächtnis völlig ausgelöscht war und er den Kontakt zur Realität verloren hat. Sie konnten es nicht verstehen und haben es erforscht. Das Gleiche ist aber auch mit dem zweiten Astronauten passiert. They didn't understand it, they studied it. The last second person they put on there also, the same thing happened to them. Sie mussten auch ihn zurück auf die Erde holen. Deswegen waren in der Geschichte der Raumstation Mir Perioden, in denen sie nicht besetzt war. Die Raumstation wurde so lange nicht benutzt, bis sie festgestellt haben, warum das passiert. Sie haben entdeckt, dass ohne das Magnetfeld der Erde, der durch unseren Körper geht, wir unser Gedächtnis nicht bewahren können. Wir sind wie eine Festplatte mit einer Magnetaufzeichnung und wenn die in die Nähe von einem Magnet kommt, wird sie gelöscht. Sehr ähnlich bewahrt sich mit Hilfe des Magnetfeldes der Erde unser Gedächtnis. Als sie das festgestellt haben, haben sie die Informationen an die Vereinten Nationen geleitet. Nach 2 bis 3 Jahren der Forschung an dem zweiten Astronauten put into the United Nations and they discovered after 2 or 3 years of studying these two people that came down was that they that it's incurable. There's nothing they can do. Sie stellten fest, dass es unheilbar ist, dass sie nichts machen können, aber wenn du lernst, was wir in dieser Schule unterrichten, wirst du wissen, dein eigenes Magnetfeld einzuschalten, welches das Magnetfeld der Erde kopiert. Und wenn es zu diesem Ereignis kommt und wie es aussieht, wird es dazu kommen, werden wir das überhaupt nicht fühlen oder wissen. Alles wird sich normal anfühlen, während andere Leute erste Probleme haben werden. Es ist nicht ein Teil der Himmelfahrt, sondern ist der Teil, den wir wissen müssen. Diese elektromagnetische Schwächung ist nur ein Teil der Probleme, die auf uns zukommen. Aber wenn wir dieses Wissen haben, können wir uns auf alles vorbereiten. Eigentlich können wir alle Zeichen auffangen. Wir haben diese Möglichkeiten aber nur, wenn wir ein bestimmtes Verständnis haben. Ich hoffe, euch wird das behilflich sein beim Verstehen der Bedeutung unserer Schule. So if you want to go on to junevelo.net or on to the school of remembering.com. You can enter into this school and begin to study and understand who we are and what we're all about. Und anfangen zu lernen, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Wie auch immer, ich liebe euch und hoffe, dass diese Videoaufzeichnungen euch ein paar Sachen erklärt hat. Ich liebe euch.